Herzlich willkommen, du wundervolles Herzlicht. Ja, wir sind hier jetzt in einem neuen Abschnitt. Was ist ein Wunder? Und ich lese was aus dem blauen Buch vor, von einem Kurs in Wundern. Und die Vergebung ist das Zuhause der Wunder. Das ist so gerade der Satz, der mich am meisten catcht. Und mit der Lektion 342, die lautet: Ich lasse die Vergebung auf allen Dingen ruhen, denn also wird die Vergebung mir gegeben werden. Und das ist wieder dieses, ja, das Prinzip der Annahme dessen, was Vergebung wirklich ist, dass nichts geschehen ist. Und dass es im Grunde genommen nichts zu vergeben gibt, weil allem schon vergeben wurde. Ich habe der Welt schon vergeben, wenn ich das lebe, wenn ich das auslebe. Und es heißt auch, und während wir gehen, geht die Welt mit uns auf unserem Weg zu Gott. Und das ist so dieses Zusammengehen, was wir auf den Wunderfestivals nochmal in einer Form erleben, die uns erinnert daran, dass jede Lilie der Vergebung der ganzen Welt das Gefühl der Stille, der Wunder und der Liebe gibt. Dieses im Einssein schwingen gemeinsam. Und das hallt so schön nach. Und das Festival war jetzt am letzten Wochenende und es war kein Unterschied mehr da. Es war einfach, dass mir jede Begegnung ein Nachhausegehen war. So ist es mir erschienen und erscheint es immer noch, solange ich mich dafür entscheide, die Vergebung wirklich auf allen Dingen ruhen zu lassen. Also mich immer wieder daran zu erinnern, dass es der Plan Gottes ist, mich aus der Hölle zu erlösen, die ich machte, weil diese Hölle nicht wirklich ist. Das ist mein Erbe, das ist dein Erbe. Und das Mittel ist die Vergebung, um mir die Unwirklichkeit dessen, was ich gemacht habe, aufzuzeigen, dass die Trauer, die ich gemacht habe, die Wut, die Verzweiflung, die Angst und einfach jede Störquelle einfach nicht wahr ist. Und dass es darum geht, das wirklich anzuerkennen und in diese Stille zu gehen und nicht mehr darauf zu reagieren, nicht mehr auf diese Impulse einzusteigen. Lass mich heute nicht wieder warten, heißt es auch. Lass mich allen Dingen vergeben und lass die Schöpfung sein, wie du möchtest, dass sie sei und wie sie ist. Und das ist einfach dieser Aufruf, heute wieder in dieser Erinnerung zu sein und allen Begegnungen genau das geschenkt zu geben, dass wir sind, jeden als eins zu betrachten, jeden zu lieben in der Begegnung, was für mich bedeutet, eben diesen anderen in seinem Christusbewusstsein zu erleben und nicht in dem, was ich davor, zuvor als Traumfigur einfach aufgestellt habe,
Und dann geschehen eben Wunder und die werden gemeinsam erlebt, das ist es. Und dieser Glaube daran wird sich in allem zeigen. Und das Wunder wird eben den Glauben daran rechtfertigen. Und es erscheint eine Welt, die wirklich erlöst ist. Ohne Wenn und Aber. Ohne jeden Zweifel. Es ist ein Wunder innerhalb von Zeitraum, das augenblicklich die Zeitlosigkeit aufzeigt, in der wir uns in Wirklichkeit befinden. So entspannt in Gott zu ruhen, in diesem Sein der Leichtigkeit und der Gelassenheit. Und das kann in diesem scheinbaren Alltagstrouble auch wieder so schnell vergessen werden. Und deswegen darf die Vergebung wirklich auf allen Dingen ruhen, also durch jeden Ego-Gedanken durchfließen. Und das wird es, wenn ich mich dazu entscheide. Und selbst dieses Vergessen richtet ja nichts aus. Selbst in diesem Trouble, der scheinbar manchmal mehr, manchmal weniger fordert. Und die Dinge geschehen einfach in diesem gewohnten Gedankenstrom, wie wir so durch die Welt gehen. Und meinen, es besser zu wissen und unsere Pläne und Ideen umsetzen wollen. Das macht absolut gar nichts mit der Wahrheit, weil der Heilige Geist immer da ist, um genau das aufzufangen. Und der Heilige Geist nutzt eben alles, was im Zeitraum geschieht, um uns immer wieder zu dem Erlösungsaspekt hinzuführen, zu unserer Wahrheit hinzuführen und uns wieder an die Liebe zu erinnern, die wir in Wahrheit sind. Und dazu braucht es eben die Annahme, darin zu glauben und die alten Glaubenssätze, die sonst genau an diesen oder uns durch diesen Fluss hindurch hindern wollen, dass da nichts ist und dass dieser Fluss nicht unterbrochen wird. Als wenn ich auf so einem kleinen Bötchen durch so einen Fluss schipper und wenn es dann plötzlich stürmig wird, kann ich sicher sein, dass ich gehalten bin, dass das Boot nicht kippt und ich die ganze Zeit getragen bin und absolut gehalten in Gott und in der Ewigkeit, weil die Vergebung als das Mittel für den einzig wahren Zweck immer sofort ein Wunder aufzeigt. Und das ist dieses Wundergesinntsein, dass da die Aufmerksamkeit drauf liegt und sich dadurch automatisch die Ausrichtung wieder zur Liebe hin zeigt und die Wahrnehmung sich komplett verändert, auch wenn sich die Form nicht verändert. Und das muss es ja auch nicht, weil die Form keine Rolle spielt. Es sind immer nur meine Gedanken dazu, es ist mein Geist dazu. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bediene den Angstgeist mit meinen Gedanken oder ich bediene einfach alles,
mit der Vergebung. Ich lasse die Vergebung auf allem ruhen und durch alles durchfließen. Und dann merke ich eben, dass in dieser Wehrlosigkeit, also raus aus dem Widerstand, dass da die wahre Stärke liegt und die nicht von mir kommt, sondern dass es nur meine Bereitwilligkeit braucht, das anzunehmen, um anders wahrzunehmen. Es sind immer die Gedanken dazu. Und ohne die Sünde wahrmachen zu wollen, werde ich Sündenlosigkeit erfahren. Und so schließt sich der Kreis der Vergebung. Das ist einfach mit so viel Dankbarkeit erfüllt, das zu erleben. Ja, und dadurch sind diese Begegnungen diese Woche auch nochmal in Form des Festivals aufgetaucht, als hätte ich das Festival nie verlassen. Und diese Nähe zu den Brüdern, diese Bitte, dass auch wirklich alle Illusionen im strahlenden Licht der Wahrheit vergessen werden, während die Erinnerung in jedem Augenblick zu mir zurückkehrt. Ja, und da ist einfach diese ausstrahlende, ausdehnende Dankbarkeit und so schwingt alles, was Gottes Heilsplan beinhaltet, einfach mit. Und es ist auch für dich die Einladung, damit zu gehen und damit zu sein. Nicht mehr wird verlangt. Und dabei sind wir in so einem Segen auf all unseren Wegen begleitet und gehalten. Also vertraue darauf, dass Wunder geschehen, wenn du diese verlangst. Vertraue darauf, dass wenn dein Verlangen sich nicht mehr an die Störquellen anhaften möchte, sondern wenn eben die Berichtigung stattfinden darf, wenn du erlaubst, wenn du um Hilfe bittest, wenn du dich danach ausrichtest, hey, Heiliger Geist, zeig du mir, wo ich hier diese Vergebung durchfließen lassen darf. Und es wird wirklich, also es wird dir gezeigt werden in allem, in jedem Urteil, in jeder Bewertung. Und dann verschwindet dieses im Geist und dadurch verändert sich eben die Wahrnehmung. Das ist einfach der Kurs in Wundern. Und in diesem Wundergesinntsein breitet sich dann diese Freude aus. Ja, danke, dass du da mitgehst und je mehr wir dies ins Feld der Information reingeben, desto mehr wird genau das auch empfangen, weil Geben und Empfangen immer eins sind. Von Herzen danke ich, danke Gott, danke Jesus für die Erinnerung, danke Heiliger Geist, dass du wirklich alles nutzt und wir so gehalten sind. Danke, danke, danke und Segen, Segen, Segen für dich.